Damit herzlich willkommen zurück zu Online Soccer Manager, dem Format, wo wir Online Soccer managen! Yeah! Wow, ich bin richtig aufgeregt heute. Leute, es ist wirklich. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich aufgeregt bin! Nee, Spaß jetzt beiseite. Bisschen ernst muss ich heute trotzdem werden. Ja, ihr seht, ich bin bei Rapid und bei St. Gallen auch nebenbei. Denn Spisairo 2.0 ist incoming. Was soll das Ganze heißen? Ich hoffe, ich habe den Titel so richtig cool genannt. So. Ja. Ich würde relativ viel bekommen. Folgende Lage. Stellt euch vor, ihr werdet YouTuber. Nee, gehen wir das Ganze ernst an. Ich bekomme in circa 3 bis 4 Wochen, wird mein Computer fertig zusammengestellt. Das heißt, so viel wie, ich habe in 2 bis 3 Wochen meinen Computer. Meinen neuen Computer, meinen Gaming-Computer, ein sehr guter Computer, wie schon gesagt, wird selber zusammengestellt. Ist nicht ein XY-Computer, ist wirklich etwas relativ doch Gutes. Ja, weiß gar nicht, was ich da noch so viel drüber berichten soll. So. Außer, dass ich jetzt schon folgende Sachen ankündigen möchte. Ich hätte es schon vor 2 Monaten ankündigen können, weil ich das einfach alles so geplant habe. Also, aber ich möchte es, jetzt habe ich diese Möglichkeit, es wirklich an den Mann zu bringen, wirklich sagen zu können, was passiert mit dem Kanal Spisairo. Wird er jetzt besser, wird er jetzt schlechter, was passiert jetzt tatsächlich? So viel mal vorweg. Wir werden deutlich besser. Denn ich habe jetzt schon meine ersten Besorgungen gemacht. Das heißt, ich habe bereits meine Gaming-Tastatur da, meine neue Gaming-Maus. Ein Bildschirm habe ich schon. Ist zwar jetzt nicht unbedingt Gaming-Bildschirm, kein besonderer, aber ich musste einfach, irgendwo musste ich sparen, weil der Computer wird nicht günstig. Im Verhältnis zu dem, was ich verdiene, sind das 3 bis 4 Monatsgehälter, ganze, also ich bin in der Ausbildung erstes Lehrjahr, deswegen verdiene ich natürlich nicht so viel, aber man kann fast sagen 1 bis 2 Gehälter, wenn ich ausgelernt wäre, das heißt mit dem Grundgehalt kollektiv. Ja, ist nicht wirklich günstig, der ganze Blödsinn, aber jetzt habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das Ganze machen möchte. Das heißt, das war für mich von Anfang an der Plan. Es ist einfach, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich möchte einfach in diesem Kanal Spisairo mehr Qualität bringen. Das heißt, ich bin einfach mit dem aktuellen Kanalplan-Zeugs nicht unbedingt zufrieden. Deswegen kamen unter anderem auch deswegen und deutliche Zeitprobleme in den letzten 10 Wochen, aber mitunter auch deswegen kamen einfach weniger Videos insgesamt. Und ich war nicht mehr mit der. Ich habe einfach für mich selber mittlerweile etwas höhere Ansprüche, die ich mir selber stellen möchte, die ich aber einfach mit meinen aktuell technischen Möglichkeiten nicht hätte erfüllen können. Das heißt einfach, ich bin mit dem, ich habe es immer wieder in Videos gesagt, das ist die mich länger verfolgen, kennen sich ja bereits aus. Ich bin einfach an meine qualitativen Grenzen gestoßen, könnte man sagen. Und wenn man so wie jetzt hier aufnimmt, ich meine, es macht mir immer noch total Spaß, ich finde es immer noch geil. Aber wenn man so aufnimmt und man merkt einfach selber, dass hier mehr drinnen sein muss, fast schon. Also ich bin ja der Meinung, es muss ja fast schon mehr drinnen sein, einfach. Man hat einfach diesen Anspruch, ich will mich verbessern. Das war von Anfang an so meins. Und dementsprechend ist das halt dann gar nicht
so einfach dann das Ganze auch umzusetzen, wenn man technisch begrenzt ist. Ich habe dann eben einen Job bekommen und habe jetzt einfach so viel ermöglicht. Und das Geilste ist, in den nächsten Parts werde ich im besten Fall ein Bild einblenden, denn ich habe jetzt auch endlich das wohl Herzstück für die neuen Let's Plays gekauft. War auch nicht unbedingt günstig, aber ich habe ein neues Studio-Mikrofon, also ich habe mein erstes Studio-Mikrofon gekauft. Bin auch sehr dankbar für die Beratung, also ich wurde toll beraten von dem lieben Verkäufer des Geschäfts meiner Wahl, wenn man das so sagen möchte. Ne, wirklich top Beratung, habe das Mikrofon auch schon getestet. Ich nehme jetzt auch mit dem alten auf, warum sage ich euch gleich. Und top Mikrofon, also so klare Videos. Ich freue mich wirklich schon mega drauf, mit dem Mikrofon aufzunehmen. Ist aktuell aus Gründen noch nicht möglich. Grund A, das kann ich mal so offen sagen. Mir fehlt der Mikrofonarm noch. Ich habe zwar schon eine Spinne, aber ich habe den Arm noch nicht dazu genommen. Den hole ich mir noch. Und Punkt B, wie Bertha. Oder auch wie Brot. Oder auch wie Baby. Ihr kennt euch aus, ja. Ist einfach dieses Bizarro 2.0 Gehabe. Ich möchte, sobald ich den Computer habe, den Kanal auf dein nächstes Level bringen. Einfach alles. Wie schon gesagt, ich habe mega Mikrofon, super Computer, natürlich Tastatur, also die Komponenten passen einfach. Neues Render-Programm ist auch schon da, das gehört dann nur noch auf den Computer, auf den neuen draufgespielt. Aufnahmeprogramm, ein besseres, was halt der PC packt. Und. Das sind alles so Dinge, die ich jetzt endlich offiziell ankündigen kann, weil ich einfach wirklich alles dazu habe. Und in 3 bis 4 Wochen, das PC wird selber zusammengestellt von einem sehr netten Typen über meinen Cousin. Der hat einen Arbeitskollegen, der stellt Computer zu guten Preisen selber zusammen. Also in Relation zahle ich gut 1000 Euro weniger, als ich eigentlich hätte gezahlt. Hätte V-Hardkette und dementsprechend muss ich aber ein bisschen warten, bis die Teile alle da sind, bis ich auch das Ganze schön bezahlen kann natürlich. Davon muss man auch ausgeben, man sollte auch was bezahlen können, was man bestellt sozusagen unter Anführungszeichen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel sagen soll. Also Projekte muss ich dann noch überlegen. Am Anfang war ich mir überlegen, tatsächlich alle alten Videos auf privat zu stellen. Also nicht zu löschen, sondern einfach zu privatisieren. Aber da habe ich dann mit Absprachen von unter anderem auch Freunden und Bekannten und so weiter und so fort, haben wir dann zusammen gesagt, das ist so eine nette Idee und alles und so weiter und so fort, aber insgesamt wäre es doch besser, wenn man das lasst, einfach nur, weil es ein Teil von mir ist. Ich habe mal, wie ich noch relativ klein, ich hätte einen Verteidiger kaufen sollen, oh mein Gott, wie ich noch kleiner war, also wie ich noch im Prinzip auf dem alten Kanal war, um ganz, ganz genau zu sein, da hat mich mal ein anderer gerne Kanal gefragt, hey, ich möchte jetzt den Kanal größer machen, verbessern, soll ich meine alten Videos löschen? Das waren damals 150 Videos oder so. Und ich hab gesagt, nein. Vielleicht finde ich sogar noch das Kommentar von damals, dann blende ich es jetzt ein. Es gibt es wirklich noch, mein alter Channel. Also wo ich mal so probiert habe, was zu tun und so weiter. Ich finde nicht, dass du alles löschen solltest. Immerhin sind diese Videos ein Teil deines Channels. Und die Einstellung habe ich jetzt auch zu meinem Kanal. Qualitativ hin und her, es ist einfach ein Teil von mir und ich identifiziere mich doch irgendwo durch den ganzen Blödsinn und Shidizzle und Pidizzle und Freedizzle. Und dementsprechend möchte ich meine alten Videos nicht privat stellen, beziehungsweise sogar löschen. Fände ich extremst schade. Und ja,
Dieses Video soll einfach nur dazu dienen, euch ein bisschen aufzuklären, was passiert zur nächsten Zeit. Ich möchte, das habe ich mir aber noch nicht besorgt, eine Webcam, eine gute. Eine HD-Webcam habe ich mir nicht besorgt, weil ich möchte Facecam auch mit dazu machen. Das heißt, ihr würdet dann den Herrn Spisairo, ja, so wie ich halt jetzt hier gerade rede, so würdet ihr mich dann auch sehen, könnte man so sagen. Ja, verstehen Sie? Ja, schön. Und, ach, ihr seht, wie ich gerade aufblühe. Das ist einfach nur, weil ich mit der Gesamtsituation so zufrieden bin. Das macht mir einfach wieder so viel Bock, endlich diesen Verbesserungsschritt zu machen mit diesem Studiomikrofon. Wahnsinn. Also, hätte man mir das erzählt, dass ich mir mal so einen Shit wirklich kaufe. Und ich gebe jetzt insgesamt relativ doch viel Geld aus. Wirklich. Also, aber ich gebe es gerne aus. Also, ich würde es nicht ausgeben, wenn ich es nicht ausgeben wollen würde. Also, für das Ganze. Mensch, ich habe mir jetzt schon einen Schreibtisch gekauft. Ich hatte gar keinen Schreibtisch in meinem Zimmer. Also, keinen großen oder so. Ich habe mir schon einen Schreibtisch gekauft, einen schönen. Es ist wirklich im Prinzip alles da. Es fehlt tatsächlich nur noch der Computer und wenn ich wirklich Facecam machen will, die Facecam, also die Webcam. In natürlich in HD-Cam, ich meine, wenn schon, dann denn schon. Und ja, das Format OSM möchte ich auch überarbeiten. Denn so wie es jetzt ist, bin ich nicht ganz happy. Because I'm happy, clap along if you feel like I'm running away for the truth. Es ist ein bisschen fad geworden, meiner Meinung nach. Sehr einseitig. Generell der Kanal ist sehr einseitig geworden durch OSM. Entschuldigung, wo ist denn da der nächste Abbiegespur? Ich finde den Weg nicht nach Hause. Nee, Spassi beiseite. Ja, ich möchte halt den Kanal. Das Format OSM, ich weiß nicht, wie ich das tatsächlich verändern oder verbessern sollte. Ich war am Überlegen, es nur jeden zweiten Tag zu bringen oder so. Grundsätzlich, wie geht's mit OSM weiter, nur dass man sich da auch mal vielleicht ein bisschen ausdenkt. Es ist jetzt so, der PC ist ungefähr da, wenn diese drei Saisons fertig sind. Das heißt, Sevilla geht noch ein bisschen mehr als 20 Tage, St. Gallen geht jetzt auch 22 Tage und Rapid geht noch 18 Tage. Wie schon gesagt, in 3-4 Wochen, 3 Wochen werden 21 Tage, das heißt, ich werde danach in keinem der Konten etwas anfangen. Sobald der PC, also das kann dann sein, dass hier eine Woche oder so kein OSM kommt, weil ich einfach keine Mannschaft habe. Sobald der neue PC dann da ist und alles angeschlossen ist und alles bereit ist, alles installiert ist, das dauert, wie schon gesagt, 3-4 Wochen. Ich gehe eher von 4-5 Wochen aus, aber ich will einfach, dass es morgen schon soweit ist. Ich bin so happy! Es ist so Wahnsinn, also was ich da machen werde. Ich freue mich so mega. Wirklich mega. Es wird einfach so toll und die ganzen Projekte werden neu aufgelöst. FIFA 15 endlich in guter Qualität. Ich kann endlich gut aufnehmen mit Facecam. Wow! Und dann werde ich mir auch noch ein neues Durchspielspiel suchen. Ich werde richtig mega Bock. Ich weiß nicht, wie jetzt zu dem Spiel Uncharted steht, aber hätte ich mega Bock. Uncharted würde mir richtig Spaß machen. Oder irgendwas auf der Wii U vielleicht mal, muss man überlegen. Oder generell auf der Wii, das wäre auch eine Möglichkeit. So Zelda, Twilight Princess, aber ich habe zu viel Zelda auf meinem Konto. Da werden wir schon noch was finden. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, das läuft aus. Und dann werde ich alle 4 Konten gleichzeitig in einem Part machen. Das würde nur so ein kleines Special-Video, wo ich dann nochmal alles genau sage. Ich werde dann auch so einen kleinen, vielleicht werde ich sogar einen kleinen Vlog oder so machen über den PC, wenn dann alles da ist, dass ich einmal alles herzeige, inklusive Mikrofon. Ich habe ein Studio-Mikrofon. Was geht? Wirklich, ich bin happy. Ich freue mich so mega. Schaut euch das Video an, schreibt mir eure Meinung dazu. Was würdet ihr euch noch gerne wünschen? Also was würdet ihr in OSM anders machen? Was würdet ihr besser machen? Was ist so eure Tendenz oder was für ein Projekt würdet ihr gerne sehen? In guter Qualität. Ja! Freut euch mit mir auf Bizarro 2.0. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen, tschüss.